Ach, schade. Time to say goodbye to modern life. Du willst es vom Balkon schmeißen? Notiert ihr wenigstens ihre Nummer. Shit. Lily's freaking out. Maybe I should leave her out of this. Or she'll get into trouble too. Ach komm. Sie hat's verdient. Auch wenn's Ärger geben wird. Hey, Lila. Sean, is that you? Do you... Sean! Oh, God. Are you okay? I guess. I'm in a motel. With Daniel. Shit. Everyone's looking for you here. How about you? Are you okay? No. Everything's fucked up. I'm so worried about you. The cops are talking to everybody at school. This is a nightmare. We're fucked. Sean, don't say that. It will be okay. I miss you so much. Maybe you could come back. You know I wish I could, but we can't take that risk. They're gonna put me in juvie. Daniel... Oh, shit. Innocent, and I've got your back no matter what. No way, I'm not gonna let you get in trouble for me. Stop acting like I'm never gonna see you again. That's bullshit. I'm sorry, I totally hate this. I guess the freaking fighters are disbanded for a while. Shit actually changes, I guess. So. We're just going away for now. I'll call you if I get a chance. I miss you, Lila. Oh. Aber ich denke schon, es war das Richtige. Na los. Das wird so schwer. Hast du es wenigstens gesperrt, bevor du es weggeworfen hast, oder?
Hoffen wir es mal. Okay. Don't think about it. Just tell Daniel the truth. Ja, es wird Zeit. Are you kidding me? Remember that song? Come on, dance! Gesprächssuche. Man, I can't dance right now. My legs are thrashed. Sorry. You're no fun. Daniel, come here. We need to talk. Can we get a drink first? I'm thirsty. Right now? You said I could have a Coke. Or something. Okay, I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. Serious. Fine. What's the big deal? Ja, dann hoffen wir mal, dass es klappt. Oh, Mann. Das wird schwer. Aber man muss es Daniel sagen. Er hat ein Recht darauf. Hä? Können wir da nicht runter? Scheinbar nicht. Naja, warum den langen Weg, wenn es auch den kurzen gibt? Ah, hier ist ein Automat. Ja, hatten wir nicht noch eine Limo? Oh Mann. Daniel. Du Scheiße! Oh my God! Daniel! What's happening? Daniel, calm down! You lied! Dad! Your dad is dead! Why? It was an accident! I fucked up and a cop shot him! I'm so sorry. Why? Why did you lie to me? I just wanted to protect you until I could... Protect me from what? You? Daniel, I hate you! Not my brother! Don't say that. I know I messed up everything. We're gonna get through this. Don't touch me! Daniel, please! Oh. Shh. It's okay. I want Dad. Me too. I'm sorry. I just... Don't lie to me ever again. Ever. I promise I won't lie to you again. I promise. I'm serious, Sean. I know. Me too, Danny. What are we gonna do without him? Shh. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Ja, er hätte das Gespräch ein bisschen früher suchen sollen. Sean.
sister. Nothing is wrong with you. You're different. Okay. What are we gonna do now? I was thinking maybe we could go to Puerto Lobos. Where Dad grew up, you know? Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. As long as we're together. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories too. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home there with their papa wolf. They all lived happily together. But one day, hunters took their dad away. Now the brothers were alone, and they had to find a new home. They started a journey. Damit haben wir wohl die erste Episode geschafft. Ja, Episode 1, Rhodes. Okay, jetzt natürlich wieder die übliche Auswertung. Mal gucken. 35% haben Esteban den Schokocrisp gegeben. Aha. 43% haben sich selbst gegeben. Solche Arschlöcher. Du hast Esteban die Wahrheit gesagt. 76%, naja. Du hast Esteban umarmt. Na, warum auch nicht? So ein toller Vater, den findet man echt nur selten. Du hast kein Geld aus dem Glas genommen, ja. Du hast Brett konfrontiert. Na, warum auch nicht? So ein blödes Arschloch. Also echt mal. Sich an einem kleinen Kind zu vergreifen, also. Du hast auf dem Parkplatz nichts gestohlen. Da haben sich die Geschmäcker eindeutig unterschieden. Du hast nicht um Essen gebettet. 51%. Du hast selbst um Essen gebettet. Du hast Daniel geschickt, damit er am Essen bettet. Schauen. 18% haben in der Tankstelle gestohlen. Du hast gestohlen, während Daniel Doris abgelenkt hat. Du hast in der Tankstelle nichts gestohlen. 63%. Du hast Hank geschlagen und die Campingausrüstung gestohlen. Ja.
Da bin ich scheinbar nicht der Einzige, der gedacht hat, dass der Arsch das verdient hat. Du hast Layla zurückgerufen, ja. Da kann man auch nicht einfach sagen, nee. Freundschaften muss man ehren. Du hast Daniel versprochen, dass du ihn nicht nochmal anlügst, ja. Daniel hat etwas über Wegmarkierung gelernt, 97%. Daniel ist im Wald nicht hingefallen. Aha, interessant, der hätte hinfallen können. Daniel hat im Wald eine Festung gebaut. Daniel hat Holz fürs Feuer gesammelt, aha. Daniel hat das Wettrennen im Holzsammeln gewonnen. Hm. Sich nicht mit dir im Holzsammeln gemessen. Daniel hat nicht gelernt, wie man Steine hüpfen lässt. Okay, was man alles verpasst hat beim ersten Durchspielen, also interessant. Daniel ist nicht wütend geworden. Na, warum auch? Hatte eine erträgliche Nacht. Deine Geschichte und Daniel Albträumerei. Daniel ist von den Bären schlecht geworden. Na, da haben wir aufgepasst, dass er nicht die nimmt, die scheinbar giftig waren. Daniel musste nicht betteln. Daniel musste um Essen betteln. Daniel hat Doris nicht abgelenkt. Daniel hat nicht genug gegessen. Ach, der arme Kleine. Naja, da kann man nichts machen. Alright. Come on, man. Focus. Oha, jetzt ist Winter. Okay. Trust me. You can do it. Ach, trainiert er jetzt, Daniel? Okay, mein junger Padawan. Du hast es geschafft. Na ja, dann mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.